Ein herzliches Willkommen zurück bei Trails of Cold Steel an diesem wunderschönen Abend nach der Schule. Ja, in diesem Spiel möchte man gerne zur Schule gehen, nicht wahr? Wenn es doch nur im Real Life so cool wäre. Wir haben eine epische Reise hinter uns, und zwar aus den North Highlands. Haben da einen Krieg verhindert und jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen Unterricht nehmen. Hast du diese schwarze Katze gesehen, die neuerdings in der Nähe der Akademie rumläuft? Ich habe versucht, ihr Milch und Essen zu geben, aber sie rennt immer weg. Schätz mal, sie ist eine sehr wählerische Katze. Diese Katze hat mich gebissen. Beziehungsweise, nee, nicht gebissen, aber gekratzt. Reen hier mit seiner kleinen Gürteltasche. Gut, es gibt nichts weiter für uns zu tun, sag ich mal, so in dem Sinne, dass wir jetzt hier schon irgendwie ein Event haben wieder oder sowas. Sharon ist vorne an der Rezeption. Sharon hat mir alle wichtigen Dokumente gebracht, die ich brauche, um Klasse 7 Dormitory zu verwalten. Nicht nur das, aber sie hat sie auch sehr detailliert ausgefüllt und gut organisiert. Sie ist wirklich in jeglicher Hinsicht etwas Besonderes. Guten Tag, Meisterin. Oh, hallo Sharon, was bringt dich hierher? Einer meiner Pflichten ist es, anstelle des Chairmans, beziehungsweise der Chefin, also Alissas Mutter, den ganzen Papierkram hier zu erledigen. Genau das mache ich gerade. Wow, ich wusste, dass du talentiert bist, aber bei solchen Dingen auszuhelfen, ist schon wirklich nochmal eine andere Nummer. Das sind ganz einfache Aufgaben, nichts weiter. Die Chefin hat fast nie Zeit, um hier selber herzukommen. Und deswegen sagt sie oft, dass ich das machen soll. Das ist Sharon. Tut es einfach ab, als wäre es nichts Besonderes. Ja, die hat schon wirklich viel zu tun. Und es soll mir irgendjemand sagen, dass bei diesem Setting hier, mit dem Himmel und der Musik, also ganz ehrlich, also es gibt ja einige, die The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 1 kritisieren wegen diesem Slow Start, ne? Ich meine, wir kennen aus The Legend of Heroes Trails in the Sky ja schon eher dieses abenteuerische durch die Welt geziehe. Und in Trails of Cold Steel 1 ist es halt hier so, ne? Du lebst das Leben von Reen in der Akademie, ein chilliges Leben, und das ist ein sehr langsamer Start. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach so geil, ey. Es wäre so scheiße, wenn es anders wäre. Ich finde es so nice. Ich weiß. Ich weiß, aber trotzdem. Hm? Ich könnte schwören können, dass ich hier jemanden gehört habe. Ja. Und für mich hat es sich angehört, als wäre es hinter der Hütte irgendwo. Und da stehen auch zwei Leute, wie man auf der Minikarte da gerade sehen kann. Dieser Slow Starter ist einfach so geil. Ich genieße es einfach so sehr, nur hier so lang zu laufen, ey. Ich habe auch gar keine... Also, natürlich ist es auch nice, wenn man so dieses Actionreiche hat, ne? Und richtig in die Story reinfährt. Das hält sich hier halt so ein bisschen in Grenzen. Das ist so der Anfang, der Aufbau, ne? Aber es ist halt so geil, wirklich. Also dieser Teil wird auch, glaube ich, für immer mein Lieblingsteil bleiben. Teil 4 kenne ich nicht so gut. Also Teil 4 habe ich fast... Teil 4 wird fast blind sein, ne? Nur mal so. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal gesagt. Die ersten drei Teile von Cold Steel habe ich durchgespielt, den vierten nicht. Den habe ich nur kurz angespielt, bevor ich mich entschieden habe, ein Let's Play über die Serie zu machen. Und der vierte Teil ist natürlich der aktuellste, der neueste und, glaube ich, auch ein ziemlich guter Teil. Aber der erste Teil wird immer dieses ganz Besondere für mich haben. Es ist einfach so. Und ich nehme mir jetzt ja auch wirklich mal die ersten Minuten dieses Parts, um das einfach nochmal zu appreciaten. Du hast Bedrohung. Das ist die einzige Erklärung für sowas. Die Vorstellung, dass ich gegen jemanden wie dich verlieren würde, ist einfach nicht auszuhalten. Ach bitte, du weißt ganz genau, dass ich nicht cheaten würde. Ja, das ist schon wahr. Nun, dann ist auf jeden Fall mein Stab hier schuld. Wir sollen das auf jeden Fall noch einmal machen, nachdem ich meinen Stab hier ausgetauscht habe. Ah, ich gebe auf. Juice ist wieder im Reitclub. Kein schlechtes Pferd, muss ich wirklich sagen. Ich schätze aber nicht, dass es mit denen im Norden mithalten kann. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Runde oder zwei hier damit reiten.
bestimmt keine schlechte Idee. So, dieser Schuppen ist ja für gewöhnlich immer zugeschlossen. Da sind halt die ganzen Gartenutensilien und so drin für diese Clubs, die hier auf dem Feld was machen. Hier haben wir Stimmen gehört. Ich weiß nicht. Er hat nicht das Potenzial gezeigt, während wir im Norden waren. Ach, ich wusste, dass ich mit euch mit hätte kommen sollen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er ein Schlüssel ist. Aber... Ha? Diese Stimme klingt bekannt. Wer ist da? Wer ist da? Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Hä? Oh, Emma, du bist es. Warte mal, ist das nicht diese schwarze Katze? Hm? Rean, wie lange bist du schon da? Oh, ich bin gerade nur vorbeigekommen, als ich Stimmen gehört habe. Also habe ich mich gefragt, wo die herkommen. Warte. Du hast mit jemandem geredet, oder? Wo sind sie hin? Nun... Ich habe mit einem Freund über Arcus geredet. Diese Funktionalität ist wirklich praktisch, nicht wahr? Genau. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Ich werde dann wieder weggehen, dass du die wieder anrufen kannst. Ist schon okay, wir sind sowieso gerade fertig gewesen. Du musst dir keine Sorgen machen, überhaupt nicht, nein. Okay, wenn du das sagst. Trotzdem, du kennst diese Katze hier wirklich gut, oder? Warte, das ist nicht deine Katze, oder? Nein, so ist es nicht. Falls man irgendwie eine Beziehung sagen könnte, dann eher andersrum. Sie passt auf mich auf. Eine Katze? Tut mir leid, ich meinte Freund. Ja, wir haben eine echte Verbindung. Als ich hier das erste Mal an die Akademie gekommen bin, sind wir immer aneinander geraten. Und nachdem ich ihr ein bisschen Milch und Käse gegeben habe, wurden wir einfach Freunde. Ja, das kann schon mal nicht sein, denn wir haben mit dem Hausmeister hier geredet, bei dem hat das überhaupt gar nicht funktioniert. Zu mir war die Katze unfreundlich. Und Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich weiß jetzt natürlich schon, dass Emma hier lügt. Aber es ist auch sehr offensichtlich, oder? Die Art, wie sie sich versucht, hier rauszureden. Sie hat nicht mit einem Freund über den Arcus geredet. Ich spoiler halt nichts, ne? Aber das ist definitiv so nicht richtig. Und ich denke, jeder kann sich denken, was hier abgeht. So war das also, ha? Huh? Scheint so, als würde sie sich heute gut verhalten. Also ist sie wohl in einer guten Stimmung, ha? Huh? Miau. Sieht wirklich so aus, oder? Also los. Naja, auf jeden Fall, der Besitzer in Trista ist wahrscheinlich schon, der macht sich wahrscheinlich schon Sorgen. Also sollte ich sie zurückbringen? Es würde vielleicht für Unruhen sorgen, wenn die Lehrer hier eine Katze irgendwo sehen würden. Oh, richtig. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass tatsächlich irgendjemand das stören würde. Oh, Emma? Ja, was ist denn? Du kennst ihren Namen nicht zufällig, oder? Wenn sie Besitzerinteresse hat, dann werden sie ihr bestimmt einen Namen gegeben haben. Ah, ja, du hast recht. Ihr Name ist Celine. Hm? Ah, das ist also ihr Name. Celine, hä? Hört sich ganz gut an. Sie hat ja auch so leuchtendes Fell. Das passt wirklich gut zu ihr. Sie sieht nicht sehr begeistert aus. Nun, immerhin wissen wir jetzt, dass es eine Sie ist. Oder du wusstest, dass es eine Sie ist. Das habe ich mich bis heute Abend gefragt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Schleife das verraten würde. Okay, Celine, lass uns nach Hause gehen. Ja, Rean, kommst du alleine drauf? Ich wünschte, sie würde sich bei mir auch so wohlfühlen. Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, habe ich ein bisschen frische Milch dabei. Kommt er nicht. Oh, dieses kleine... Siehst du, und es gibt auch so eine kleinen Special-Bonus-Events, wo dann der Link auch noch mal ein bisschen... der Bond auch noch mal ein bisschen verstärkt wird. Das war zum Beispiel ein solches. Das war kein Bonding-Event, kein offizielles und eher so ein Easter Egg sozusagen. Aber wenn man hier überall langläuft, dann wird man auch belohnt dafür. Na, Laura, immer noch dabei?
dachte, vielleicht ist Vieh hier sogar auch noch, aber nee, die schläft wahrscheinlich wieder irgendwo. Deine Kicks sind total falsch, Monika. Wie oft muss ich dir das noch sagen, bis du es verstehst? Es tut mir so leid. Diesmal mache ich es wirklich richtig. Das wirkt nicht so wie Laura. Du musst mir vergeben. Meine schlechte Art, dich zu unterrichten, ist wahrscheinlich schuld daran. Bitte entschuldige mich für einen Moment. Würdest du so lange alleine weiter trainieren? Klar. Laura, ist alles okay? Es tut mir leid, dass du das mitsehen musstest. Sieht so aus, als hätte ich selber immer noch viel zu tun. Laura. In letzter Zeit ist wirklich irgendwas komisch mit dir. Wegen der Sache mit Vieh. Würde ich einfach mal ganz spontan sagen. So, eine weitere Anlaufstelle, bevor wir jetzt tatsächlich dann auch mal zurück ins Dormitory gehen und den Rest des Abends genießen, wäre hier nochmal bei Georg vorbeischauen. Angelika wieder bei ihrem Motorrad, ist ja klar. Crow auch wieder hier. Am Zeitung lesen oder irgendwas. Customized Weapon nicht. Ich habe immer noch nicht genug für Attack 2, ne? Mein Gott, das braucht aber auch viel, ey. Aber Evade 2 ist jetzt möglich. Evade 2 ist wichtig und richtig. Eigentlich so, Reen und Vieh sollen das beide haben. Oh, aber das kann ich nicht austauschen. Statt Shield würde ich einfach mal Evade 2 nehmen. Und Vieh muss unbedingt auch Evade 2 bekommen, aber ich glaube, jetzt habe ich nicht mehr genug, ne? Ne, knapp nicht, aber ist okay. Warte, wir können auch auf jeden Fall mal verkaufen. Boah, das gibt jetzt richtig Knete. Wir brauchen auch richtig Geld. So. 11.000 Mira. Das reicht jetzt mal wenigstens aus, um sich mal die besseren Waffen zu kaufen. Wir müssen auch mal gleich in der Cafeteria schon mal vorbeischauen, ob die schon bessere Waffen haben. Wirklich sich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen, was Waffen und so angeht. Und ich müsste auch in diesem Austauschladen mal vorbeischauen, ob wir irgendwas vergessen haben in den letzten Kapiteln. Da würde Defense... Oh, Defense geht da krass hoch. Das muss ich eigentlich machen. Jetzt kaufe ich mich hier schon wieder komplett aus, ne? Mehr kaufe ich nicht. Scheiße, ey. Schon wieder sehr viel Geld ausgegeben jetzt hier. Egal. Wir sind jetzt wieder so ein bisschen auf dem aktuellen Stand, was Waffen und auch Rüstung angeht. Und das möchte ich auch jeden Abend machen. Obwohl es überhaupt nicht nötig ist und man einfach sofort zurückgehen kann, kann man ja auch immer bei der Akademie rumlaufen. Da ist immer irgendwo was Neues. Zurück zum Dormitory. Und auch wenn man in Trista die Möglichkeit hat. I guess there are cicadas around Trista too. When I hear them, I always feel like that's when summer's really arrived. Retiring for the day, Schwarzer? Instructor Neidhart. Yes. Are you heading out too? Indeed. I have some business to take care of with my division, so I'll be returning there tomorrow. With that on the agenda, I thought it wise to finish the day's work early. Your division? Oh, yeah. You were sent here by the Imperial Army, right? Correct. But because of that, it's difficult to keep a regular schedule here. Anyway, while I'm here, I want to acknowledge the work you did during your field study last month. You mean that incident in Nord? The same. Reading the Army's report, it seemed that armed conflict with the Republican Army was a real possibility. While the Intelligence Division no doubt had a hand in resolving the conflict, you and the other members of your group played an integral part in averting a war. You deserve credit for that. Finde ich auch, aber Reen wird's abstreiten. Thanks.
Nein, er nimmt sogar teilweise an. You haven't been able to find out anything more about that man with the glasses, have you? The one who hired the mercenaries and introduced himself as Gideon? Regrettably not. The intelligence division is looking into his identity, but they don't appear to have found anything yet. Wie kommt man denn sein ganzes Leben lang durchs Leben, ohne überhaupt was von seiner Identität preiszugeben? Wie kann man denn so komplett versteckt bleiben? Personally, I wouldn't be at all surprised if they had discovered something already, but chose not to share it with us. I see. Schwarzer, I'll be the first to admit you performed admirably out there. But I assume you're aware that luck played a large part in your success? Oh man. Da wird einem hier schon wieder was abgesprochen. Reading your report, the number of arbitrary decisions stood out to me. For an army to function, its members need to work together as a group, united under the will of its commander. As an organization, it can't perform at its best if its members disregard authority and act on instinct. You've already been over this in class, I believe? Yes, instructor. I realize now that our actions in Nord were rash, but they made things harder for the Lieutenant General. Und dass sie euch allen auf den Arsch gerettet haben, also nur mal so. If it wasn't for our inexperience, we might have been able to capture the man with the glasses too. Wenn eine riesige Spinne aus dem Nichts herholt? If you understand that, I have nothing further to say on the matter. It's not my intent to belittle your efforts. Your report indicates that you were forced to make a number of split-second decisions. I'm not suggesting that there's no place for flexibility and independent thought in an organization like the Army. But it's vital for you to understand the reasoning behind and importance of that structure and to respect it. Yes, instructor. Teaching cadets to respect and work within that system should be the job of their class's instructor. Ja, unsere, die trinkt aber gerne lieber Bier. Well, considering her background, I was foolish to expect that of her. Her? You're talking about Instructor Sarah? Indeed. Granted, she's quite skilled, but she lacks the disposition and diligence of a soldier. I understand she didn't come from an army background, but with her position, one would hope she would pick up on the basics. Oh, so do you know what Instructor Sarah did before she became an instructor here? Oh, is she keeping mum about that? I just assumed you were already aware. Nein. Before she came to Thor's, Sarah was... It's not very becoming of a gentleman to go around broadcasting a lady's secrets, you know. Mit dem Blick schon. Instructor Sarah. Instructor Valestine. I totally understand where you're coming from. You meet a beautiful, captivating lady and you want to know more. But don't let hard-headed officer types like our friend here rub off on you too much. Got it? You always play by the rules, and you'll find yourself in a jam someday when you encounter people who don't. Instructor? You're one to talk. I hardly think a capricious instructor who leaves everything to chance is capable of guiding our cadets to greatness. Well, of course I couldn't do a better job than the ace of the 4th Armored Division. Or was that the Provincial Army? I mean, you've got the whole tradition and status or everything mindset down pat. It looks like these two aren't getting along any better. First Sharon, now Instructor Neidhart. Instructor Sarah almost seems like she's spoiling for a fight. Who do we have here? Well, if it isn't Instructor Sarah and Instructor Neidhart. Hey. Noch einer. Wie viele denn noch? Jetzt noch ein bisschen was über Geschichte. Instructor Thomas? Ah, and young Reen is with you too. Simply marvelous. Das war eine Lehrerkonferenz hier. Looks like you're having a downright jolly time. Would you mind if I joined you? I'm not sure that would be...
Actually, I was just leaving. Come along, Rean. We need to hurry back to the dorms now. We do? Oh, but while we're all together like this, what say we have a few drinks together and enjoy some quality faculty bonding time? I heard the two of you really know how to hold your liquor. I'm afraid I really must. I've actually just been hit with the overwhelming urge to drink alone in my room tonight. Now, there's no need to be shy. We're all friends here. Oh, I know. Why don't you come along with us, Rean? Hört sich super spaßig an, ja. Beer your way quite yet, but I'd be happy to treat you to something else. No, it's quite all right. You teachers are always so busy, I'd hate to get in the way of your quality bonding time. So, if you'll excuse me, I'll be sure to let Sharon know that you're having dinner out tonight, instructor. No, wait. Oh, man. Ja, geil. What kind of heartless monster are you? Get back here, Rean Schwarzer! Well, shall we be off? I couldn't possibly. I need to depart early tomorrow morning, so I really must insist. Einfach zurückgelassen, die Sarah. Klar, Hangout in der... Ich schätze mal, wenn wir im Raum bleiben, dann skippen wir sofort. Aber wir können hier auch noch etwas rumhängen, ne? Es gibt auch hier wieder die Möglichkeit, mit allen möglichen Leuten zu reden. Oh, du sitzt ja sogar draußen. Es ist selten, dich so hier, dich hier so zu sehen. Ich bin einfach nur müde, das ist alles. In letzter Zeit, zwischen den ganzen Schwimmen, den ganzen Schwimmstunden und Club, was ja auch wieder nur Schwimmen ist, habe ich mehr Zeit im Wasser verbracht als außerhalb. Ich schätze mal, ich habe immer noch viel zu trainieren. Und ihr Kampf gegen Vieh muss sie immer noch ein bisschen aufs Herz drücken. Ich komme einfach mal rein, ne? Es fühlt sich definitiv wie Sommer an, jetzt wo wir unsere Schwimmstunden gestartet sind. Ich habe mir gedacht, dass ich morgen mal in die Boutique gehe, um ein paar neue Kleider zu kaufen, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das wirklich tun sollte. Wir sind eigentlich fast immer in unseren Uniformen, also macht wahrscheinlich wirklich nicht so mega krass viel Sinn. Ja, unsere Sommeruniformen sind eigentlich auch ganz bequem. Ich schätze mal, ich sollte mir keine coolen Klamotten kaufen, wenn ich sie eh nicht tragen kann. Das ist logisch, aber immer noch etwas enttäuschend. Das ist, glaube ich, sie selbst als Kind, oder? Schwer zu erkennen, aber sieht so aus, ja, wie sie einen Ritterhelm trägt oder irgendwie sowas. Moin, was geht ab? Oh, die sind aber sehr nah. Oren, bist du okay, Vieh? Irgendwie sah es aus, als würdest du gerade... als hättest du dich gerade komplett verloren. Ich bin okay, brauchst du irgendwas? Nicht wirklich, ich wollte nur... Warte mal, worauf sitzt du denn da? Waffen, Bomben, all diese ganzen Sachen. Wow, sei einfach nur vorsichtig, okay? Ich weiß, wie man damit umgeht. Das ist wahrscheinlich was Schlechtes. Hä? Nichts. Ich schlafe jetzt Nacht. Ja, gute Nacht. Klar, du schläfst jetzt. Ich meine, gut, okay, auf der anderen Seite glaube ich dir wirklich, dass du schläfst. Hallo, was ist denn mit der... Was war denn mit der Katze heute? Du möchtest ein bisschen mehr erzählen. Guten Abend, Rean. Abend, Emma. Sag mal, sind das nicht diese Karten, die Wahrsager benutzen, um Zukunft vorherzusagen? Das ist richtig, man nennt sie Tarot-Karten. Meine Großmutter hat mir beigebracht, wie man sie benutzt. Mädchen scheinen auf dieses Vorhersagen-Ding zu stehen, oder? Nun, wie wär's, wenn du mal meine Zukunft vorhersagst? Etwas ganz Normales, Einfaches wäre gut. Etwas Einfaches, Okay, dann lass uns das hier mal versuchen. Emma hat ihre Karten einmal durchsortiert und durchgemischt und dann eine ausgewählt. Das Rad des Schicksals in der oberen rechten Position. Oder ganz oben als allererste Karte. Diese Karte repräsentiert Chancen, Veränderungen und wichtige Turning Points im Leben.
Also, allgemein kann man sagen, dass dich bald eine große Veränderung in deinem Leben erwarten wird. Ha, das ist ein bisschen vage, nicht wahr? Tut mir leid. Ich muss immer noch ein bisschen besser das üben mit den Karten. Obwohl ich trotzdem ein bisschen gespannt auf das Ergebnis bin. Und ich erst. So, Laura hatten wir schon, damit haben wir die alle. Was ist denn mit Sarah? Achso, richtig, die ist ja dann mit ihren Freunden was trinken, genau. Ich schätze mal, das Dormitory verlassen geht nicht, ne? Weil manchmal kann man das bei Nacht auch machen. Ey, Trista ist so geil bei Nacht auch. So spät abends sollte ich wohl nicht rausgehen. Ich glaube, man hat ein oder zweimal die Möglichkeit, in der Nacht draußen rumzulaufen und das ist einfach so geil. Achso, du bist wieder da. Bin wieder zurück. Ist schon eine Weile her, seit ich so voll war. Sag mir bitte nicht, dass du und Instructor Nathard sich gegenseitig unter den Tisch gesoffen haben. Natürlich nicht. Er hat fast gar nichts getrunken. Aber Instructor Thomas, wow. Du hättest ihn diese Biere wegschlucken sehen. Ich habe mein Bestes versucht, ihm gegenzuhalten. Aber es wirkte so, als würde das Bier ihm überhaupt nichts anhaben. Nun, so wie ich dich kenne, wirst du es wahrscheinlich nach einer Nacht gutem Schlaf wieder weghaben. Aber jetzt mal ernsthaft, hast du mal irgendwie dran gedacht, ein bisschen weniger zu trinken? Vor langer Zeit habe ich mal davon gehört. Ich weiß nicht so wirklich, was sie denkt, worüber ich rede, aber wahrscheinlich nicht das, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich nicht. Abstellkammer. Sharon wieder, oder? Ja, Sharon macht's Geschirr. Lady Sarah ist vor ein paar Minuten zurückgekommen. Meister Nathard war sogar so ein Gentleman, dass er sie zurückgebracht hat. Ich verstehe. Ich schätze mal, es braucht auch einen Gentleman, um einen so betrunkenen Sturkopf zurück nach Hause zu bringen, wenn er selber viel zu tun hat. Sieht so aus, als hätte Lady Sarah es sehr genossen, heute Abend mit ihren Kollegen was zu trinken. Ich wäre gar nicht mal so abgeneigt, ihnen vielleicht irgendwann mal beizutreten, wenn die Gelegenheit sich zeigt. Ich habe das Gefühl, sie wäre auch ein sehr guter Trinker. Ja, Sharon säuft die wahrscheinlich dann sogar noch Instructor Thomas unter den Tisch. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So, Musik spielen noch? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen traurig, dass ich zum Sommerfestival nicht gehen kann. Da ich in Heimdala aufgewachsen bin, habe ich mich jeden Sommer darauf gefreut. Das und was? Ach, vergiss einfach, dass ich irgendwas gesagt habe. Das ist immer so schlimm. Ich hasse das, auch im Real Life, wenn Leute mit etwas anfangen, es aber dann nicht zu Ende führen und sagen, vergiss es. Ja, klar. Natürlich vergesse ich das jetzt einfach. Guten Abend, Reen. Hey, Makias, immer noch am Lernen, hä? Das ist großartig, aber übertreib's nicht zu sehr, bevor es zu spät wird. Keine Sorge, werde ich nicht. Wenn es erstmal ein bisschen wärmer geworden ist, dann ist es morgens und abends wahrscheinlich auch leichter zu lernen. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, jetzt einfach mal so mir mit neue Lernpläne, neue Zeitpläne fürs Lernen einzurichten. Ich verstehe. Wenn ich mich mal hier so umschaue, dann bin ich schon ziemlich beeindruckt, wie klein und fein dein Raum hier so ist. Sollte aber wahrscheinlich auch keine große Überraschung sein. Du wirktest schon immer eher wie der Typ, der alles an seinem Platz behalten möchte. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Na klar. Nun ja, es ist leichter, sich zu konzentrieren in einem aufgeräumten Raum. Du solltest bei dir auch alles in Ordnung behalten. Ein sauberer Raum ist ein entspannter Raum. Ja, das sollte ich mir wahrscheinlich zu Herzen nehmen. Mag ich das aber sogar hier mit diesem Rollrasen, ne? Oder ist das. Oder Teppich, eins von beidem. Ich meine, die haben alle hier irgendwie so eine Art von Teppich. Ich finde es auch so geil, wie jeder so ganz charakteristisch seine Räume eingerichtet hat, ne? Du kannst bei jedem erkennen, wie und warum und seine Hintergründe und seine Hobbys und. Ach, so viel Liebe zum Detail in diesem Spiel. Das ist ja wirklich schon ein relativ altes Game, ne? Der erste Teil dieser Serie. Generell, die Teile sind alle schon ein bisschen älter, aber es ist trotzdem einfach. Ja, einfach so geil. Ich hoffe, das kommt auf YouTube auch nur im Ansatz so rüber, wie geil ich diese Spielereihe und speziell natürlich auch den ersten Teil einfach finde. Wenn man sich mal einfach alle Kleinigkeiten anschaut, alles genießt. Was meinst du da, Gaius? Ich hatte eine großartige Idee, seit unserer letzten Field Study etwas zu malen.
Momentan mache ich gerade die Komposition, was auch immer das jetzt genau bedeuten soll. Ich bin jetzt kein Künstler. Sehr schön, ich freue mich, wenn es fertig ist. Tut mir leid, das zu sagen, aber das Ding hier wird wohl ein bisschen dauern noch. Ich habe noch ein paar andere Projekte, an denen ich arbeite. Also werde ich wahrscheinlich mir relativ viel Zeit nehmen.